Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ark Gaia. Und ja, heute werden wir mal, oder habe ich vor, einen Spino zu zähmen. Einen Dreadful Spino zu zähmen, okay. Und ja, ich bin mal gespannt, wie wir das jetzt schaffen werden. Denn ich habe mich mal ein bisschen mit der ganzen Mod, wie die aufgebaut ist, von den Tieren auseinandergesetzt. Und ich kann das jetzt nicht genau erklären. Wenn ihr da mal genauere Sachen wissen wollt, dann müsst ihr mir das mal gerne in die Kommentare schreiben. Dann werde ich dort mal ein extra Video zu machen. Aber es ist so, dass die Tiere alle einen gewissen Prozentschaden machen. Das heißt, wenn der Spino mich jetzt angreift, kriege ich, ich glaube, bei den Dreadful-Tieren war das 5% Damage pro diesen Spezialhit, den man dann dort hat, diesen Buff. Oder halt diese, also halt diese Spezialfähigkeit, die man dann dort immer abbekommt, beziehungsweise die wir auch machen. Und ja, deshalb verliert man dort recht viel Leben und alles. Und die Dreadful-Viecher sind ein bisschen stärker als andere Tiere. Also die haben dort ein bisschen Damage-Anstieg und so. Aber wie gesagt, wenn ihr dort mehr wissen wollt, dann kann ich dazu gerne auch nochmal ein Video machen. Das wäre jetzt zu viel für jetzt ein Video, wo wir was zähmen wollen. Deshalb, ich glaube, dich wollte ich zähmen, oder? Genau, 340. Also, der war hier genau hier. Ich muss jetzt mal überlegen, wie ich das am besten mache. Ich habe eine Idee, da muss ich nochmal kurz einen Cut machen und dann, ja, sehen wir uns gleich wieder. So, ja. So. Ich habe mir jetzt nochmal eine Grappling Hook besorgt, beziehungsweise meinen mir eine reusable Grappling Hook hergestellt, denn es könnte funktionieren. Moment mal. Kann ich da landen? LOL! Nein! Oh mein Gott, Petri, du bist so inkompetent. Naja, was heißt inkompetent? Die Wand ist etwas... Lol? Hä? Lol. Doch, da kann man hin. Komm, lande. Dankeschön. So, die Frage ist halt nur, ob ich den Spino da langfristig treffen werde. Lol? LOL? Ach, komm schon. Ich dachte gerade schon. So, und ich habe mir auch ein bisschen besseren Crossbow jetzt bekommen. Ich habe den mal in die Upgrade Bench geballert und hatte da... Genau, jetzt hier werden wir... Achso, genau, was ich vergessen hatte, wir werden auch verlangsamt. Gut, sieht man ja.
ist, denke ich mal, einem schon aufgefallen. Ernsthaft. Und ja, ich muss auch sagen, die Stats von den Tieren generell sind nicht so extrem hoch. Also das gefällt mir. Hallo? 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 Lad nach. Ja, lol. WTF? Was ist das für eine Scheißmod? Ja, hä? Was ist denn hier los? Hallo? Ist jetzt der Server abgeschmiert oder was? Ja, Tatsache. Alter, was ist das denn? So, Server ist wieder da. Ja, da meinte der Server eben mal, er müsste ein Update machen. Und ja, jetzt können wir hier endlich zähmen. Ich bin extra schon mal hier hingegangen. Der Spino hat sich ein bisschen von der Position verändert, aber gut für uns, lol. Ja, zähl einfach mal den nicht. Aber gut. Lol. Ja. Ja, danke. Dankeschön. Nice. Er rennt weg. Das ist ja so vorteilhaft für uns. Warum rennt er denn weg? Oh oh. Ich will mich halt von dem nicht treffen lassen, weil... Ja. Das ist halt dann nicht so schön. Auch wenn der jetzt nur 340 in Anführungsstrichen ist, ist ja nicht so krass jetzt. Aber ich sag mal, für den ersten Spino schon mal okay. Der dürfte eigentlich mehr Schaden machen als der Ravager dann. So. Und ja, ich war ja vorhin auch schon ein bisschen am Erklären, so ein bisschen, was die Tiere können. Und ich dachte ja, hier bei den grünen Viechern da, jetzt kann ich aber gerade beim Zähmen machen, weil ich baller ja jetzt hier eh nur die ganze Zeit drauf. Bei dem Raptor, den man da sieht. Lol. Das sind keine Poison-Tiere. Das sind so spezielle Tiere, die man nicht zähmen kann. Das ist voll nice. Denn, also die droppen dann die Divine bzw. Dreadful Souls. Die zum Zähmen halt sehr viel benötigt. Zum Zähmen, zum Sättel machen benötigt werden für die Tiere. Und, ja. Da kriegt man dann einfach nur guten Stuff raus, wenn man die killt. Und die... Ja, kann man aber jetzt nicht so direkt zähmen. Was ich aber ganz cool finde, dass es sowas halt gibt. Als Tier. Denn... Ja, das bringt mal ein bisschen Abwechslung rein. Als eigentlich, dass du nur jedes Tier zähmst sozusagen. Und killst. Und ja. Oh oh. Aber... ja. So. Schießen wir mal weiter drauf. Mit dem Spino dürfte ja eigentlich nichts groß passieren. Ja. So. Lol. Oh oh. Geh mal weg, Mann. Ah ja. Das ist gut. Und Mann, ich mag es nicht, wenn ich so wenig Leben habe. Lol. Ja, einfach weiter drauf schießen. Das klappt dann schon. Ich frage mich gerade, habe ich eigentlich noch das... Die Lupe dabei? Yes, der hat gesessen. Der sitzt nicht. Das ist... ja. Komm schon. Komm schon, ich brauche wieder mal einen Hit. Mann, das Torpor. Lol, das gibt's doch nicht. Wo will der denn hin? Oh Mann, ey. Ja genau, jetzt geht er da hinten aus dem Wasser. Der will mich doch wohl verarschen. Solange hier keine Dreadful-Viecher sind, na gut, außer der Spino halt, ist hier alles okay. Lol, ja, getroffen. Boah. Ah, komm! Ey, das ist so ätzend. Leute, es ist so ätzend, wenn so ein Tier im Wasser ist. Das kann man nicht anders sagen. Und das Schöne ist, der Raptor hier vorne ist auch passiv, zumindest solange man ihn nicht angreift. Das hat auch so seine Vorteile. Greifst du mich jetzt an? Nö.
Ja, komm. Das Problem ist, die sind halt vom Standard-Speed, glaube ich, ein bisschen schneller als die. Als die Vanilla-Tiere, was ein bisschen blöd ist beim Schießen. Oh Mann. Oh Mann. Hilfe. Oh, getroffen. Ja, komm. So. Ich mach mal wieder Gamma runter, weil eben es noch ein bisschen dunkel war. So. Ja, er liegt. Boah. Das war jetzt aber eine Tat. Gut, was hat er für Stats? Jo. Ich sag mal, es sind. Das Gute an der Mod ist auch, man muss sagen, es sind recht. Es sind erhöhte Stats, aber es sind noch Standard-Stats. Also. Oder nee, falsch gesagt. Die gewisse Stats sind erhöht. Und dadurch sind sie stärker, aber die anderen Stats, die nicht erhöht sind, sind auf dem Standard-Level. Was ich wirklich ganz cool finde. Denn ich muss sagen, so cool die Core-Mods auch sind, also sowas wie Eternal und so, ich finde halt diese vom Leben her, was sie können, kann man es ja tendenziell eigentlich auch gleich lassen wie die normalen Vanillatiere auch. Weil ich finde, das Coole an den Core-Mods sind halt die speziellen Effekte, die die Tiere irgendwie machen können oder was dann den Tieren so gegeben wurde. Denn, ja, ich finde, mehr Leben oder so oder mehr Damage ist in meinen Augen, macht keinen Unterschied zu dem, was wenn sie ja normal mit dem normalen Damage haben, weil zum Beispiel jetzt hier gesehen, es gibt Prozentschaden, da macht das keinen Unterschied. Und, ja. Könnt mir gerne eure Meinung mal dazu in die Kommentare schreiben, wie ihr das mit den ja, Leben so findet oder generell von den Stats her. Ich finde, die Standard-Stats können bei den Core-Mods schon drin bleiben. Es müssen halt die speziellen Effekte halt wirklich speziell sein, so wie das jetzt hier zum Beispiel ist. Und ja, ich würde sagen, ich mache mal einen Cut, bis der Spino gleich fertig ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder mit dem hoffentlich Dreadful Spino hier. Und ja, dann bis gleich. So, der Spino ist jetzt fertig. Und ja, ich würde mal sagen, wir gucken mal, was er so drauf hat. Ich werde ihn jetzt erstmal auf Leben skillen, weil, ja, dafür braucht er jetzt, denke ich mal, ein bisschen was. 600 Damage, ja. Komm mal her. Ach stimmt, ja genau. Und der Spino macht ja auch Knockback Damage. Das ist gut. Weil es ist praktisch, wenn die anderen Tiere eigentlich treffen. Von den Tieren. Gut, dass da wieder ein Raptor war. So, wir gehen mal darüber. Wir werden jetzt einfach mal noch so ein bisschen rumtesten jetzt hier. Ich bin froh, dass wir jetzt ein Spino haben, weil das ist eins der stärkeren Dreadful-Tiere. Klar, es gibt noch Giga Rex, Reaper. Die heißen Reaper, nicht Reaper King. Auch wenn es Reaper Kings sind. Aber lol. Stego kann ich einfach so wegnutzen. Ja, easy. Okay, das ist nice. So, wir holen uns jetzt nochmal ein bisschen Chitin. Und ja, wir werden jetzt einfach nochmal ein bisschen durchrushen, würde ich mal sagen. Und ein bisschen Tiere killen. Einfach mal, um den Spino hier hoch zu leveln. Und ja, der macht ordentlich Damage schon. Das ist jetzt so ein 340er, also das ist schon krass. Okay, gehen wir mal auf die 10.000 Stamina, dann haben wir da zumindest kein Problem mehr. Was das angeht, komm. Ja, komm hier, 50.000 Leben und jetzt gehen wir auf Melee Damage. Mal gucken, komm, ob wir die 1.000 schaffen pro Schlag. Ich weiß es nicht. Aber ist machbar und mir ist eben eingefallen, ich war etwas dumm. Ich hätte ja eigentlich mir eigentlich so einen Taming-Porsche machen. Das werde ich jetzt auf jeden Fall zur nächsten Folge mal machen, dass ich mir so 4-5 Taming-Potions Taming-Potions herstelle, damit das alles sofort instant ja, gezähmt ist, damit ich ja keinen Cut machen muss, sondern kann er einfach das reinhauen und fertig. Dafür ist das der ganze Jahr da. Und ja, ich gehe mal hier weg. Weil das hier vorne, das da, ist ein Boss oder sozusagen Mini-Boss, sag ich mal. Nicht ein richtiges Boss hier, aber so ein
ja, wild spawnende Bosse, sag ich mal. Und die sind etwas stärker. Ich habe da, ich weiß gar nicht, war das in der letzten Folge oder... Nee, ich glaube, das war außerhalb der Folge sogar. Habe ich mal spaßeshalber so ein Stego davon angehittet, Level 300 irgendwas. Der hat einfach 1200 Schaden gemacht. Ja, ich sag mal, momentan will ich mir das noch nicht antun. Weil ich glaube, das geht komplett schief. Da hinten ist noch einer. Das ist ein Mantis-Boss. Und die sind, soweit ich das verstanden habe, nicht aggressiv, außer man greift sie an. Aber ich will mich da jetzt noch nicht festlegen. Deswegen machen wir uns bei ihr schön wieder vom Acker. Weil ich glaube, erst recht, weil wir noch nicht jetzt hochgeheilt sind, könnte das ein bisschen ins Auge gehen. Na komm, jumpen wir einfach mal hier runter. Flop. So. Aber gut. So, das hochgeskillt. Wie viel Damage machst du denn jetzt schon, Spino? Komm. Und wenn ihr Namen für die Tiere habt, stimmt, das habe ich in den letzten Folgen vergessen, dann schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also, ich bin dafür alles offen, was Namen angeht. Und ja, ich möchte jetzt gerne mal zum Wasser. Und da ist schon wieder der Boss. Ich habe so echt keinen Bock mehr, da drauf nicht zu sehen. Aber gut, wir müssen jetzt mal hier durch. Gut, da ist ein Alu. Ja komm, den natzen wir weg. Außer die Mantis geht uns leicht auf den Nerv. Aber ich glaube, die lässt uns in Ruhe. Ja. Ist okay, komm, dann haben wir noch hier den Dreadful Alu weg. Brauchen wir eh, wir brauchen ja die Souls von den Tieren. Beziehungsweise auch das, was die hier droppen, diese ganzen Barren, die brauchen wir auch. Ich weiß noch nicht genau für was, aber man braucht es und ich sag mal, jetzt schon sparen für alles ist gar nicht mehr so schlecht. Das bringt schon was. Oh ja, hier ist, noch, hier ist ein Ravager. Kann man wegnatzen. Das gibt auch wieder eine Soul. Erst recht, weil ich ja jetzt hier Dreadful Souls eben verbraucht habe für den Sattel hier, kann man da wieder Reapers reinholen. Und ja. Ich bin gespannt, was wir in der nächsten Folge machen werden. Dann müssen wir was überlegen. Weil man muss auch erstmal die Spawnpunkte alle so finden, sag ich mal. Erst recht für die ganzen Aberration-Tiere, denn die, ja, sind nicht ganz so eindeutig, wo sie sind. Denn es gibt feste Spawnpunkte für The Center, für The Island und für Aberration, beziehungsweise auch ab und zu für Scorched Earth. Für die Tiere aber sonst halt nicht, also für die ganz normalen Standard Maps. Deshalb muss man da mal schauen. Ich weiß aber, dass die ganzen Aberration-Tiere hier spawnen, weil ich habe sie schon alle einmal gesehen. Also von daher, ja, man muss sie nur alle suchen und die Spawns funktionieren auch. Das finde ich ganz cool. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zur Base zurück. Und gucken dann mal. Schade, ich kann hier den nicht zähmen. Hier den Featherlight hier links. Denn... Oh, 400. Weil ich keine... Weil mir die Seeds gemobst wurden von so blöden Ego-Mastax. Na gut, hat wild. Und ja, was es auch noch gibt, kann ich gerade noch sagen, wo wir gerade bei Featherlight sind. Es gibt auch hier Bulldogs und die anderen... Moment, zwei? Ja doch, die anderen zwei Lichttiere auch. Hier die Shinehorns und diese anderen Klubschi-Viecher da. Die kann man auch finden. Ich habe keinen Plan wo, aber man kann sie finden. Ist ganz cool, finde ich mal. Also wir brauchen ja auf jeden Fall von jedem mal eins. Und ja, wir nutzen, glaube ich, ich würde sagen, wir nutzen da hinten noch den Terry weg. Der war ja eh nur Level 60 oder 80 und dann geht's mal nach da oben. Da werde ich auch jetzt, ich denke, offscreen dann jetzt auch nochmal weiterbauen. Denn ich habe ein bisschen Metall gespart und mal rangeholt und dann werde ich ein bisschen auf Metall weiter aufrüsten bzw. die Base vergrößern schon mal für die kommenden Tiere, sag ich mal, die wir dann hoffentlich demnächst dann haben werden. Da werde ich bis hier vorne, ich werde dann denke ich mal hier ungefähr so eine Mauer nach da ziehen, damit ich hier da die ganzen Bereiche hinten dann ja für mich inne habe, denn ich diese Folge hier nehme ich jetzt auf. Das wird die letzte Folge sein, wo ich alleine auf dem Server dann spielen werde, denn nach der Folge hier kommt eine, oder die Folge ist schon draußen, aber nach der Folge hier nehme ich jetzt gleich noch ein Infovideo auf zu den, ja, zu der Veröffentlichung des Servers, denn jetzt passt auch alles, denn ich habe eben noch, hatte ich Glück,
noch was gefixt, und zwar die Reusable Mod, die ich ja eben noch drin hatte, die habe ich eben mal rausgenommen, denn ich habe festgestellt, die Mod läuft nicht ganz so gut, wie sie eigentlich soll. Bei ein paar Sachen leckt der Server ganz schön rum, beziehungsweise kann er auch abschmieren. Und ja, weil ich keinen Bock habe, dass der Server dauerhaft abschmiert und ich da die ganze Zeit wieder neu starten muss und mich damit rumschlage, habe ich die Mod jetzt einfach runtergenommen. Jetzt sollte der Server auch wirklich sehr gut laufen und dann könnt ihr auch alle mit hier drauf die Gaia-Mod testen und alles. Aber ja, Infos dazu gibt es dann halt in dem Infovideo, was eh schon längst draußen ist. Ich glaube, die Folge kommt am Samstag oder Sonntag, also schon ein paar Tage später. Und ja, das war's mit der heutigen Folge. Wir haben jetzt einen schönen Spino. Und ja, mal sehen, was wir in der nächsten Folge so machen werden. Ich bin gespannt. Und dann danke schön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Arc Gaia. Bis dann. Ciao.